Herzlich willkommen bei Arthur Spezial zum Abschluss der Leipziger Buchmesse. Eine Buchmesse mit teilweise herausragenden Neuerscheinungen. Ein Werk könnte allerdings geradezu historische Wirkung entfalten, ähnlich dem Tagebuch der Anne Frank. 1994 beginnt die damals 9-jährige Polina in Tschetscheniens Hauptstadt Grosny mit einem Tagebuch. Es wird ein Kriegstagebuch. 10 Jahre lang beschreibt das Mädchen ihren Alltag zwischen den Fronten eines barbarischen Krieges. Das erschütternde Dokument einer zerstörten Kindheit. Während ich lief, pfiff ein riesiger Splitter wie das Echo einer neuerlichen Explosion an meinem Kopf vorbei. Er zerteilte nicht mich, sondern die Zeit, wie warmes Wasser, das nach unten ablief. Und ich stand in dem trockenen Bett und begriff auf einmal, dass weder Mama noch andere Menschen mich vor dem Tod retten könnten, wenn ich um Hilfe rufe. An der Stelle, wo die Rakete eingeschlagen ist, gab es keine Leichen, die man bestatten konnte. Da die Menschen einfach in mehrere Teile zersprengt worden sind. Die eigene Mutter, Schwester, Tochter hat man anhand der Haarspange, eines Ohrrings oder Kleiderknopfes erkennen müssen. So, dass man etwas zum Beerdigen in der Hand hatte. Ihre Tagebücher sind das Einzige, was Polina von ihrer Kindheit geblieben ist. Sie schreibt, während draußen der Krieg tobt, in der Küche, im Keller. Es wird zu ihrer Überlebensstrategie. Polina erzählt ihrem Tagebuch von den Sorgen und Träumen eines jungen Mädchens, vom Streit mit ihrer Mutter, der ersten Liebe. Und sie beschreibt den Kriegsalltag. Monatelang isst sie nur geschmolzenen Schnee und Zwiebeln, weil es kein Essen gibt. Polina würde gerne in die Schule gehen, doch ihre Schulen werden nacheinander zerbombt. In dieser Einsamkeit und Finsternis spenden die Tagebücher der jungen Polina Trost. Ich habe meine Tagebücher immer versteckt, weil sie so wichtig für mich waren. Meine einzigen Freunde, denen ich alles anvertrauen konnte und die alle meine Geheimnisse aufbewahrt haben. Sie halfen mir, denn sonst hatte ich keinen, der mich in derselben Art unterstützen konnte wie meine Tagebücher. Polinas Tagebücher werden zur Chronik eines Menschheitsverbrechens. Beide Kriege machen Tschetschenien in den 90er Jahren zu einem Schlachthaus. Sie werden barbarisch geführt, von tschetschenischer und von russischer Seite. Polinas Tagebuch erzählt von Streubomben über Wohnvierteln und von Soldaten, die Sprengsätze in Spielzeug verpacken und an Kindergärten verteilen. Es waren Kriege vor allem gegen die Zivilbevölkerung. Der erste Krieg hatte noch einen Hauch von Menschlichkeit in sich. Doch im zweiten Krieg hat man sich gefoltert, getötet und das auch noch gefilmt. Die Zivilbevölkerung wurde vernichtet. Man hat Kampfgranaten in den Keller mit Frauen und Kindern geworfen. Es war eine absolute Unmenschlichkeit und Grausamkeit. 2004 gelingt es Polina Scherepzowa nach Russland zu fliehen. Sie will ihre Tagebücher veröffentlichen, um zu erzählen, was während des Krieges geschah. Doch die russischen Verlage haben Angst, ihre Tagebücher zu publizieren. Als sie endlich einen Verlag findet, wird Scherepzowa in Russland verfolgt und zusammengeschlagen. Sie flieht erneut nach Finnland. Dort lebt sie jetzt seit 2 Jahren mit ihrem Mann im politischen Asyl. Auch in Finnland habe ich Drohungen erhalten. Deshalb bleibt unser Wohnort geheim. Mit meinen Freunden treffe ich mich sogar nur an öffentlichen Plätzen, zum Beispiel auf dem Marktplatz oder in einem Café. Aber trotzdem kann ich sagen, dass Finnland ein sehr gutes Land ist. Ich fühle mich dort geschützt. Ich fühle dort eine Ruhe. Ich habe zum ersten Mal so ein Gefühl bekommen, dass ich die Erde liebe. Das heißt, dass ich jetzt einen Ort habe, an den ich zurückkehren kann. Früher hatte ich nichts, wohin ich zurückkommen konnte. Polina Scherepzowa wird in wenigen Tagen 30 Jahre alt. Sie sagt selbst, dass sie sich fühlt, als wären es 100. Zu viel hat diese junge Frau schon erlebt. Ihre Lebensaufgabe sieht sie von nun an darin, über den Krieg aufzuklären. Ich weiß nicht, wann der Tod kommt. Nur wenn ich schreibe, habe ich keine Angst. Ich glaube, ich tue etwas Wichtiges. Ich werde schreiben.